Der schönste Ort der Welt? Klar, natürlich. Paris? Peking? Was fällt mir noch ein? Spardorf! Logo, Spardorf bei Erlangen. Für mich halt. Klar. Ich erzähle ein bisschen vom Mittelpunkt der Welt. Dabei muss ich gleich vorausschicken, erstens bin ich gerade mal noch nicht wirklich richtig wach. Der Kaffee muss seine Wirkung erst entfalten. Und zweitens, was noch viel beeinflussender ist für das, was ich sage, das ist mein Hirn, meine Erinnerungsfähigkeit. Was immer man unter dem Begriff normal verstehen möchte. Ich fürchte, ein Begriff, der bei mir kaum anzuwenden ist. Außer indem man eben sagt, normal ist das Gegenteil von Steinbrecher. Was soll das heißen? Das heißt zunächst einmal, dass ich sehr viel vergessen habe und andererseits aber ganz bestimmte Dinge wie einen Film vor mir ablaufen sehe. Bunten Farben und mit klaren Sätzen. Aber selbst da musste ich mittlerweile feststellen, dass da möglicherweise irgendein Hollywood-Regisseur schon am Werk war und aus den alltäglichen Fakten ein großes Epos gebastelt hat. Also, dass ich da im Kopf Legenden bilde. Und nun beobachte ich mich dabei in den letzten Jahren, das Lebenswerk ist mehr oder weniger vollbracht, zumindest das, was man von mir erwartet in Sachen meinen Lebensunterhalt verdienen. Niemanden auf der Tasche zu liegen, auch das Geld zu verdienen für meine vier Kinder, etc., für deren Mütter. Jetzt, wo ich also, man könnte zumindest denken, so sei es, ein bisschen mehr Freizeit habe, was natürlich bei einem Workaholic wie mir überhaupt gar nicht sein kann. Jetzt denke ich gerne zurück. Auf das Leben eines Glückspilzes. Nun, habe ich nie im Lotto gewonnen. Oder sonst irgendwie ein privilegiertes Leben geführt. Aber ich habe ein glückliches Leben geführt. Ich
habe nicht wirklich irgendetwas vermissen müssen. Was natürlich damit zusammenhängt, dass ich schon sehr frühzeitig darüber nachgedacht habe, was brauche ich, was brauche ich nicht, was muss sein, was muss nicht sein. Und wenn man so ein Leben geführt hat, dann denkt man gerne zurück. Und zurückdenken heißt natürlich, wo hat es begonnen? In Spaldorf bei Erlangen. Vieles davon mit Vorsicht genießen, mit großer Vorsicht genießen. Also eigentlich fast alles. Ich erzähle es natürlich mit dem Bestreben, möglichst keine Märchen zu erzählen, möglichst nah an der Wahrheit zu sein oder sagen wir so nach bestem Wissen und Gewissen. Aber es hat nichts mit journalistischer Darstellungsweise zu tun, weil, wie ich eben schon angedeutet habe, zum einen meine Erinnerungsfähigkeit viel zu schlecht ist und zum anderen ich, wenn es journalistisch wäre, schon nochmal recherchieren müsste. Also für all die Dinge, die ich erzähle, nochmal nachfragen, nachhaken, war das so, war das nicht so. Ich bitte also, wenn eventuell irgendwo etwas vorkommt, wo du sagst, das war doch nicht so, was erzählt er denn? Was ist denn das für ein Baron von Münchhausen? Ich bitte mir das zu verzeihen. Ich habe nicht die Absicht, Märchen in die Welt zu setzen oder Legenden in die Welt zu setzen, sondern es ist einfach so, dass ich es nicht besser weiß. Dann fangen wir halt einfach mal an. Nochmals sehen wir das Ganze als wirklich eine romanhafte Erzählung, damit da nicht irgendwie die Idee aufkommt, der lügt, sondern der erzählt einfach so, wie er es erlebt hat. Und es wäre ja auch ganz gut, wenn du in einem Kommentar zu diesem Video, das würde mich ohne Ende freuen, einhaken würdest und sagen würdest, also da, das war Schmarrn, da, das hast du völlig falsch gesehen, da hast du dich geirrt, da hast du falsche Namen, falsche Zahlen, falsche Daten. Und das habe ich völlig anders erlebt. Das wäre schon cool. Eingezogen quasi am Heiligen Abend am 24. Dezember des Jahres 1951. Geboren wurde ich am 13. Dezember. Interessanterweise also am Geburtstag von Werner von Siemens. Das hatte sehr viel mit meiner Person zu tun, Werner von Siemens, geboren in Erlangen,
Kinder alle zur Welt kommen, in dieser Frauenklinik, glaube ich, hieß die, oder? Und ich denke, ich wuchs dann erstmal in der Schenkstraße, glaube ich, wohnten meine Eltern zu der Zeit in Erlangen. Nein, Quatsch, nicht Schenkstraße. Draußen die Straße, draußen die Kaserne. Da, glaube ich, wohnten meine Eltern zu dieser Zeit. Und da war ich wohl auch, nachdem meine Mutter das Krankenhaus wieder verlassen hat. Möglicherweise war es auch so, dass ich erstmal nach Beiersdorf kam. Meine Mutter war ja aus Beiersdorf, eine geborene Hartmann. Ihr Bruder hat in Beiersdorf eine relativ gut laufende Firma gegründet für irgendwelche Zählergeräte, ist da zum vielfachen Millionär geworden und daher war er auch recht großzügig in Beiersdorf, zum Beispiel den Sportverein, aber auch verschiedene andere Geschichten gesponsert hat und natürlich auch Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt hat in seiner Firma. Dort eine sehr angesehene Person. Wir wären da auf diesen Fritz Hartmann, auf diesen Inhaber dieser Firma noch zu sprechen kommen. An diesem heiligen Abend des Jahres 1951 war ich also offensichtlich in Beiersdorf bei den Hartmanns und mein Vater war am Morgen dieses Tages noch dabei in Spadow in seinem neuen Haus ein paar letzte Dachziegel am Dach zu befestigen, damit es nicht reingeregnet oder da reingeschneit hat. Dann nach Beiersdorf gefahren, hat seine Frau geholt, seine älteste Tochter und seine Zwillinge. Und zu den Zwillingen gehörte ich, sein einziger Junge. Er sollte Jahre später noch ein Mädchen bekommen, sodass es drei Mädchen waren und meine Peinlichkeit. Dazu muss man sagen, die Steinbrechers, also zumindest der Karl und sein Bruder Andreas, das waren Schmalfilme, Hobby-Schmalfilme. Das war damals für so einfache Leute ein gar nicht so billiges Hobby. Weil man musste einen Film kaufen, erstmal eine Kamera sich kaufen, dann einen Film kaufen und bei der Belichtung dieses Films entsprechend sparsam sein, denn was belichtet war, war weg. Nicht so wie heute im digitalen Zeitalter, dass man sagen konnte, das kostet ja nichts, drück einfach mal drauf, lass einfach mal laufen. Du kannst dann ja raussuchen, was du benutzt und was du löscht. Mein Vater hatte seinen ersten Film 1943 gedreht, nämlich seine eigene Hochzeit.
wohl schon mit seiner Beiersdorferin, mit dem Grehweinlein, mit der Kunigunde liiert. War aber im Krieg, war irgendwo an der Front und war verantwortungsbewusst genug zu sagen, da schaue ich dem Tod jeden Tag direkt ins Auge und da möchte ich, dass meine Kuni versorgt ist. Dann hat er Fronturlaub beantragt und das Aufgebot bestellt und hat sie geheiratet. Und in dem Moment, wo er verheiratet war, 1943, war sichergestellt, dass sie wenigstens eine Rente bekommen würde, eine Witwenrente, eine Soldatenwitwenrente. Und deswegen hat er 1943 das durchgezogen. Und da hat er seinen ersten Film gedreht, hauptsächlich in Beiersdorf. Der ist noch erhalten, der ist digitalisiert inzwischen. Von der Bildqualität natürlich eher bescheiden. Und der zweitälteste Film, an den ich mich erinnere, das ist der über Spardorf selbst. Mit dem Titel Wir bauen eine Siedlung. Den haben wir auch digitalisiert. Oder er hat den Film digitalisieren lassen über irgendeine Firma, die sowas macht. Und den hat sogar der Spardorfer Gemeinderat, in dem übrigens mein Vater eine Zeit lang auch Gemeinderat war. Steinbrecher war in Spardorf durchaus aktiv. Zum einen deswegen dann doch eher zurückhaltend, weil er ja, da kommen wir später noch drauf, beruflich doppelt eingespannt war und dazu noch einen großen Garten bewirtschaftete, legte und pflegte zusammen mit meiner Mutter. Also nicht viel Zeit für Extravaganzen. Trotzdem war er in der Arbeiterwohlfahrt, meines Wissens sogar Kassenwart und er war im Siedlerbund irgendwo aktiv. Hat dann aber, ich glaube, bei der AW irgendwie auch negative Erfahrungen gemacht und mich dann irgendwann einmal gewarnt vor solchen Jobs, dass da halt immer irgendwelche Leute sein, die selber überhaupt nichts machen, keinen Finger drum machen, aber große Reden führen, alles schlecht machen, schlecht über die reden, die alles in Wirklichkeit managen, dass das sehr undankbar sei. Aber trotzdem, wie gesagt, er war in der Arbeiterwohlfahrt aktiv, er war im Siedlerbund aktiv und er war einige Jahre Gemeinderat. Da kommen wir gleich mal zu den Steinbrechers insgesamt. Denn das waren ja immerhin drei Familien, drei Steinbrecherfamilien, die in Spardorf Beusler bauten. Und damit waren wir ja schon ganz gut vertreten, summa summarum. Es war also einmal unten am Ziegelacker, heißt die Straße, glaube ich, also fast bei der Ziegelei. Da wurde dann später auch mal der erste Fußballplatz vom VfB Spardorf, ich glaube es war der erste Hinkan, am Ziegelacker, da wohnte der Richard mit seiner Frau, die Tante Lore, und die hatten die Renate. Das war, glaube ich, die älteste. Dann kam der Wolfgang und
der Harald. Der Wolfgang Steinbrecher, der wurde, ich glaube, über seine Bundeswehrzeit, kann es sein, ich weiß es nicht genau, irgendwie rutschte er in die Sanitäterschiene rein und fand dort eine Berufung, einen Beruf fürs Leben. Wurde Ausbilder für Sanitäter beim Roten Kreuz und hat dort einen ausgesprochen guten Ruf. Also wenn ich irgendwo Sanitäter treffe und ich frage, kennst du den Wolfgang Steinbrecher? Ja, ja, super Typ, war mein Ausbilder, klasse, toll, wunderbar. Finde ich natürlich besonders schön, weil ich ja auch so ein bisschen diesen sozialen Touch habe. Der Harald, ja, das ist eine sehr traurige Geschichte. Der war halt übergewichtig, schon als Kind. Der aß gerne und viel, aber das eigentliche Problem war, er bewegte sich kaum. Also wenn ich zu dem zum Spielen kam, dann hatte er meistens irgendwo Mittagsruhe. Und dann musste er natürlich erst seine Hausaufgabe machen und bis er überhaupt sein Federmäppchen ausgepackt hat, der gute Harald, da war im Prinzip der Nachmittag schon gelaufen. Ja, und diese Probleme eben mit seinem Übergewicht, die haben wohl leider, leider eine sehr traurige Geschichte zu einem frühzeitigen Ende geführt. Er ist wohl irgendwann zwischen dem Lebensalter 30 und 40 Jahren, glaube ich, ist er schon verstorben. An irgendwelchen Geschichten, die mit diesem Übergewicht zu tun haben, irgendwelchen Herzproblemen oder Kreislaufproblemen oder sonst was. Das war ja ein Haus, ein Doppelhaus.
also eher westlich gelegen. Die Hälfte von Gjörg, Steinbrecher, wobei es da eine ganz spannende Geschichte gibt, nämlich die, ganz kurios, ich konnte meinen Vater nie fragen, was da eigentlich gelaufen ist, weil ich irgendwann einmal, bilde ich mir ganz fest ein, eine Geburtsurkunde gefunden habe von meinem Vater und auf der hieß er Georg und nicht Karl, eine ganz seltsame Geschichte. Ich bilde mir ein, ich habe da mal jemanden nachgefragt, aber keine befriedigende Antwort bekommen. Wieso? Stand. Aber auf jeden Fall der Nachbar, das war der definitiv der Georg. Der ist relativ früh gestorben. Den muss ich wohl als Kind noch ein paar Jahre erlebt haben, aber ich glaube, der ist schon in den 50er Jahren gestorben. Und es war auch eine Geschichte, die ich sehr vorsichtig erzählen muss, weil ich ganz klar dazu sage, die ist so in meinem Kopf. Das hat man sich so erzählt. Was dahinter steckt, habe ich keine Ahnung. Es hieß jedenfalls, er hat ja gearbeitet in der Ziegelei, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Und es hieß, er hätte dort irgendwo gearbeitet, wo sehr viel Steinstaub diesen Ziegelsteinen in der Luft war, und dieser Staub oder woher auch immer der kam, dieser Staub hätte seine Lunge geschädigt und er wäre also eigentlich viel zu früh, viel zu früh, ja, lass mich überlegen, so, er war vielleicht noch nicht mal 40 oder plus minus 40, was auch immer, ist er verstorben, weil die Leber, die Lunge kaputt war. Und Ursache war möglicherweise eben diese Arbeit beim Schultheißen. Und das war halt auch schon eine Geschichte, immer mit dem Schultheiß, wo man auf der einen Seite natürlich ohne Ende dankbar war, weil diese Firma einem Großteil der Sparhofer Siedler einen Job angeboten hat nach dem Krieg mit einigermaßen passabler Bezahlung. Aber zum einen war eben diese Geschichte mit dieser schlechten Luft. Und es kam noch was Zweites dazu, wo es auch ziemliche Proteste gab, aber man kann sich vorstellen, dass die Gemeinde da schnell gespalten ist. Diese Schultheiß hatten nämlich eine Ziegelei, wie ich schon erwähnt habe. Und das war ein großer Segen für den Ort, weil da kamen jede Menge Steuern rein, Steuergelder rein für die Gemeinde und die Arbeitsplätze. Aber am Anfang haben die den Ton, also den Lehm, Lama, haben wir im Fränkischen dazu gesagt, der wurde aus der Lamagrube geholt. Das heißt, da wurde so zwischen Spanach und Malufstein wurde Lehm abgebaut für Tonziegel, Ziegelsteine. Und der musste ja in die Fabrik geschafft werden. Und die war ja fast im Bubenhof, also die war am südlichsten Ende des Ortes. Musste also durch den ganzen Ort geschafft werden. Das hat man zunächst mit Lastkraftwagen gemacht. Und wenn es da ein bisschen geregnet hat, dann war halt die ganze Straße voll mit diesem Lehmschmutz. Das war aber noch das Harmlosere, weil
Seilbahn gebaut. Ganz interessant. War für uns Kinder sehr spannend, diese Seilbahn. Da haben wir immer gespielt in der Nähe, ohne dass ich bis heute weiß, wie gefährlich das eventuell war, wenn da mal irgendwie so eine Seilbahn rausgesprungen wäre. Aus diesem ultradicken Drahtseil, an dem wir da entlang gefahren sind. Aber im letzten Teil dieser Seilbahn ging es ja direkt über die Siedlungshäuser hinweg. Nicht nur hinweg, es ging sogar seitlich. Ich habe da ein paar Fotos kürzlich bekommen. Seitlich an den Fenstern beim Reinhold Schuster, glaube ich, da in der Ecke, die Leute, die da waren, für die muss das also schon etwas gewesen sein, was man sich heute vermutlich nicht mehr bieten lassen würde, wo man alle Gerichte der Welt beschäftigen würde, um das zu verhindern, weil es den ganzen Tag über sind da diese Wägelchen von dieser Seilbahn direkt am Schlafzimmerfenster oder Wohnzimmerfenster oder sonst was vorbeigefahren. Da gab es natürlich schon eine Gruppe von Siedlern, die versucht haben, das zu verhindern. So über Eingaben bei der Stadt Erlangen, die diese Seilbahn genehmigt hat oder was auch immer. Nichts Genaues weiß ich da auch so nicht. Gibt es aber Unterlagen dazu. Und die sind natürlich damals noch gescheitert. Das hat sich ja schwer verändert, geht recht schwer verändert. Heute, wenn eine Firma da irgendetwas derartiges machen will, dann muss das alles genehmigt werden. Und dann gibt es da sehr schnell Initiativen, die Bürgerinitiativen, die da ihr Veto einlegen. Und dann zieht sich das und dauert das und verhindert es ja oft auch mit Recht oft solche Unternehmungen. Andererseits, man ist halt immer im Zwiespalt, weil man braucht die Industrie natürlich auch, klar. Das ist immer ein Für und Wider. Also die Seilbahn wurde gebaut. Bisschen schade, dass ich dazu bisher noch kaum Bilder, jetzt die ersten ein, zwei, aufgetrieben habe und dass mein Vater das nicht gefilmt hat. Das wäre schon, denke ich, ein gutes Motiv gewesen, das er damals nicht erkannt hat. Wir waren also dabei, dass der Georg Steinbrecher, der einzige, der bei Schultheiß in der Ziegelei gearbeitet hat, von den drei Brüdern, die anderen zwei waren bei Siemens. Dass der eventuell durch diese schlechte Luft frühzeitig verstorben ist. Und er hatte einen Jungen, der auch ein bisschen zur Fettleibigkeit geneigt hat, das war der Walter. Er wurde Beamter, irgendwie in Erlangen, beim Landratsamt, soweit ich weiß. Und der ist aber auch recht frühzeitig verstorben. Auch so, ich denke mal, Anfang der 60er Jahre. Nee, kann nicht sein. Wenn der schon beim Landratsamt gearbeitet hat, wahrscheinlich in den 70er Jahren, ich weiß es nicht. Vielleicht waren es sogar auch die 80er. Also er ist jedenfalls zu früh gestorben. Über die Todesursache gibt es auch verschiedene Geschichten. Eine, an die ich mich erinnere, alles unter Vorbehalt ist, auf jeden Fall, dass man ihn in der Badewanne gefunden hätte. Und der Föhn in der Badewanne lag und er irgendwie dann über einen elektrischen Strom
war, ob das nun in Selbstmordabsicht war oder in purem Leichtsinn. Also Leichtsinn kann ich mir jetzt bei ihm weniger vorstellen, weil der Walter war also dieser typische Oberlehrer und dieser typische Beamte und so ganz nebenbei, da nehme ich ja mich nicht aus. Die Steinbrecher, summa summarum, alle, wie ich so kennengelernt habe, die hatten immer ein bisschen einen Hang zum Klugscheißer. Da möchte ich jetzt mal die Renate ein bisschen ausnehmen und die meine große Schwester ein bisschen ausnehmen. Aber die anderen Schwestern von mir waren Vorzeigebeispiele, das muss ich einfach so sagen. Und ich musste auch immer unheimlich mich zurücknehmen, weil ich zum einen sehr früh gemerkt habe, da liegt was fast in den Genen und wenn nicht in den Genen, dann durch dieses frühzeitige, sehr intensive damit konfrontiert worden sein, dass die Steinbrecher so klug daherreden müssen, das musste ich immer stark bekämpfen. Und das war auch immer zwiespältig, weil zum einen hat mich das immer begeistert, etwas zu wissen, etwas in Erfahrung zu bringen, sich zu bilden, sich Informationen zu holen, also auf irgendeine Weise sich klug zu machen. Aber auf der anderen Seite immer dieses Hallo, aber nicht Klugscheißer, nicht Klugscheißer, nicht besser wissen wollen. Das hing auch schon damit zusammen, ganz einfach, dass ich mich nicht gern blamiert habe. Und bevor ich mich also in die Gefahr begeben habe, irgendwie klug zu scheißern, um dann hinterher ganz kleinlaut zugeben zu müssen, dass ich mich wieder mal geirrt habe und dass andere wussten, wie es wirklich war. Diese Angst, mich da zu blamieren, die hat mich ziemlich frühzeitig davon Abstand nehmen lassen, irgendetwas besser wissen zu wollen. Sondern ich habe das gemacht, was ich heute noch mache. Ich erzähle es so, wie ich es weiß, sage aber immer dazu, weiß es nicht sicher. Solange da irgendwo ein Fragezeichen dahinter steht. Also bei vielen Dingen, wo die Steinbrecher sofort gesagt haben, 100%, da habe ich schon ein Fragezeichen dazu gemacht. Und wenn es gar nicht anders ging, habe ich selbst da, wo ich mir 100% sicher war, gesagt, okay, komm, lass gut sein, magst recht haben und ich mag mich irren. Es war, so habe ich das erlebt. Deutschland war schon diese typische Wetten-Das-Nation. Dieser sensationelle Einfall von Frank Elstner, so eine erfolgreiche Fernsehshow zu machen, die erfolgreichste Fernsehshow Europas, das war kein Zufall. Also weder, dass man auf den Einfall kommen musste, das lag eigentlich so ohne Ende nah, dass man sich wundern musste, dass nicht vorher längst jemand draufgekommen ist. Das musste funktionieren. Deutschland war wirklich eine Wettnation. Am schlimmsten war das in irgendwelchen Kneipen. Also ich kann ja nicht viel erzählen über Kneipen, weil ich so gut wie nie in Kneipen war. Einzige Ausnahme war mal die Zeit, so im Tischtennisverein bei der SGS Erlangen, wo wir durchaus ein-, zweimal die Woche nach dem Training noch zum Kartenspielen in irgendeine Kneipe gegangen sind. Aber da haben wir nur Karten gespielt, waren auch nicht besonders gute Kunden, ich sowieso nicht, weil ich immer an irgendeiner Cola rumhing, 5 Stunden lang oder noch länger. Aber da habe ich das mitbekommen an den Nebentischen. Also es wurde gewendet ohne Ende, um den größten Blödsinn, den man sich vorstellen konnte, wurde gewettet. Die größten Dumpfbacken, die größten Knallfrische haben sich da aufgespielt als die verhinderten Albert Einsteins und haben dann irgendwelchen Schwachsinn gewettet. Da
mal draus, dass das eben nicht nur in dieser einen Kneipe so war,